Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind heute im Raps unterwegs und wir bringen gerade die letzte Gabe im Raps aus. Wir haben heute den 11. April 2023. Es ist heute der Tag nach Ostern, Leute. Und Folgendes hat sich zugetragen. Wir haben Wochenende eine Ankündigung gehabt. Ich war erst mal Wochenende los mit Pflanzenschutz und habe noch ein bisschen was gemacht. Neben Ostern habe ich noch das Ausfallgetreide um das Ausfallgetreide gekümmert, auf den Flächen, wo Sonnenblume und Mais hinkommen. Und dann war es so, dass heute Regen angekündigt war, ab heute Morgen um 7. Und ich habe mir gedacht, so, wenn jetzt Regen ist, dann fahr doch gar nicht erst mit der Güllekette los, machen wir alles ein bisschen Haus- und Hofarbeit, wir haben ja noch ein bisschen zu tun, dies, das, jenes. Und dann mach doch die zweite Gabe im Raps fertig, Hannes, dann hast du da keinen Druck mehr. Und genauso habe ich mir gedacht und genauso habe ich das jetzt auch gemacht. Ich habe aber heute Morgen mir gedacht, wenn du jetzt Harnstoff einkaufst, also ich habe schon Harnstoff gekauft, ich habe noch 10 Tonnen im Kontrakt über, aber 10 Tonnen ist jetzt nicht die Welt. Und dann habe ich gedacht, Hannes, wenn du jetzt losfährst und holst den Harnstoff ab mit dem Überladewagen, kommst hier an und mittags soll der Wind kommen, dann stehst du hier und denkst, scheiße, hättest du mal das bloß nicht gemacht. Dann fährst du abends wieder los. Dann habe ich überlegt, naja, du musst ja eh noch ein bisschen Stickstoff zukaufen. Du hast ja relativ knapp gerechnet und überall Abschläge. Jetzt sind die Preise ja relativ günstig für Stickstoff. Kannst ja noch ein bisschen was nachkaufen. Letzte Woche schon ein bisschen telefoniert, heute Morgen gedacht, ach, hier nochmal im Ort nachfragen wegen Flüssigdünger. Ja, Flüssigdüngerpreis passt in die Welt. Jetzt ist es so, jetzt habe ich mir gedacht heute Morgen, ja, dann mach doch mal eine Spritze. Da hast du erstmal ein bisschen mehr Menge dabei, das Ganze mit dem Sensor, die Applikationsgenauigkeit ist ein bisschen genauer. Und wenn es regnet, stürmt oder schneit, es ist dir völlig egal, Hannes, du kannst es ausbringen. Genauso habe ich mir das gedacht, Leute, und genauso machen wir das jetzt auch. Jetzt ist das natürlich wieder in meiner Theorie, war ich natürlich wieder super schnell. Na, was heißt super schnell? Also ich hätte auch Kagamonsalpeter für einen echt guten Preis haben können. Da ist der Wind aber wieder das Problem. Ich weiß nicht, ob man es sieht, es weht inzwischen auch sehr, sehr doll und sehr, sehr böig. Das ist wirklich ein Problem für die Ausbringung von Dünger. Und da habe ich mir gedacht, nimm mal die Spritze. Du musst die Düsen noch entsprechend tauschen. Also das sind jetzt Tropfdüsen. Die haben eine große Löcher. Und ich hoffe, man sieht es. Da kommt das wie große Tropfen raus, wie aus so einer Gießkanne. Und es ist schon so, dass die ja richtig abperlen von den Blättern. Die sind auch nass, das hat immer wieder geregnet. Wir hatten heute Morgen 7 mm. Das ist schon so, dass man da nicht mehr richtig Strip-Till machen kann. Da wird es halt schmierig. Die Maschine muss halt gut ziehen können. Und ich habe eingekauft Piasan 28, Markenprodukt. Aber es gibt nur Markenprodukt da, wo ich kaufe. Also hier im Ort. Woanders hätte ich vielleicht auch, naja, ist egal, das hat sich angeboten. Also wir haben Carbamid-Stickstoff, klassisch Harnstoff, dann haben wir Ammonium-Stickstoff 7%, 7% Nitrat-Stickstoff. Brauchen jetzt den Nitrat eigentlich gar nicht unbedingt, es ist wüchsig, es geht los. Und wie wir auch gleich dem Sensor entnehmen können, haben wir auch eine sehr gute Stickstoffversorgung bis jetzt. Also, das ist es. Der Vorteil ist hier, den ich mir auch noch gedacht habe, Mensch, du wolltest dies ja unbedingt noch Bohr mitnehmen und du hast noch keinen Bohr mitgenommen. Wegen hier, da und jedes Problem. Und dann habe ich gedacht, du hast noch flüssigen Bohr da vom letzten Jahr. Den nimmst du jetzt und mischst den hier mit rein im Flüssigdünger. Und das passt natürlich sehr, sehr gut. Also wir haben noch ein bisschen Bohr und Molybdän jetzt hier mit bei. Und haben dann halt eine gute Versorgung. Das ist das, was uns hier interessiert. Es kommen immer wieder Schauer rüber. Das ist natürlich optimal hier für die Versorgung. Und wir wissen nicht, wie lange das trocken bleibt. Harnstoff hat bei der Witterung auch gut funktioniert. Kalkamonsalpeter natürlich auch. Aber wir haben hier natürlich, was machen wir uns vor, die Applikationsgenauigkeit von der Spritze. Und dann ist natürlich das Nonplusultra. Es ist so, laut Düngerbedarfsermittlung, 50 Kilogramm N habe ich hier noch im Soll ungefähr, was ich noch darf. Und ne, ich glaube, es sind sogar mehr geworden, Leute. 50 N war ja meine Planung in erster Instanz. Ich glaube, jetzt waren es sogar 60, was ich hätte kaufen können. Aber ich habe 50 geplant und 50 mal gibt es hier auch. Ich habe ihm eingegeben, also
Ich habe ihn jetzt hier angebaut, das Anbauen super schnell, 5 Minuten maximal, Bildschirm rein, hier einmal anklemmen. Das funktioniert per Bluetooth, funktioniert auch. Hat bis jetzt jedes Mal funktioniert, hier ein- und ausklappen und so. Hat tatsächlich nur einen dreipoligen Stromanschluss. Also wer einen dreipoligen Stromanschluss schon vorne am Schlepper hat, der kann es da einklemmen, fertig. Man braucht hier kein Kabel langlegen, nur wirklich Stromversorgung für das Teil hier. Und habe das Ganze sozusagen einen Auftrag erstellt, in diesem Isaria Connect heißt das Ganze, da erstellt den Auftrag und ihr sagt ihm, pass auf, wir machen jetzt hier den Einpunktmodus, heißt das hier am Raps, wir machen jetzt hier den Einpunktmodus, wir machen die und die Gabel, wir hinterlegen dann noch die Potenzialkarte dieser Fläche, die ist jetzt hier hinterlegt, wenn ihr seht, das heißt, hier sind die Potenziale dieser Fläche und die berücksichtigt er. Das heißt, wenn wir in die helle Zone reinfahren, dann weiß er, jo, der Raps ist hier so und so gut versorgt, aber hier ernten wir auch gar nicht viel und in der besseren Zone weiß er, aha, hier ernten wir aber auch mehr. Und das Ganze nimmt er noch mit, berücksichtigt er noch. Und hier haben wir oben diesen Versorgungsindex, ja, wie gut die Pflanzen versorgt sind. Wir fahren hier die ganze Zeit normal versorgt bis hin zu, na, überversorgt jetzt nicht, aber schon in dem höheren Bereich. Das heißt, die Pflanzen sind bis jetzt sehr, sehr gut versorgt. Hier oben ist noch die Endversorgung, das ist sozusagen, ja, eine Sensorzahl, also das ist jetzt nicht der Sensorwert. Hier ist jetzt die Liter auf dem Hektar, die wir jetzt fahren und die jetzt tatsächlich fahren will und muss. Was wir noch so ein bisschen als Punkt haben, ich habe euch ja gesagt, ich habe noch ein paar Probleme mit der Ausbringgenauigkeit bzw. mit dem Ausbringen von meiner Spritze. Wir haben uns vor Ostern noch beigemacht, ich habe da mit Detlef da ein bisschen rumgeschraubt und Detlef hat auch ein bisschen rumgeschraubt. Und wir haben festgestellt, da ist so ein kleiner Stellmotor im Rücklauf, das was von der, vom Spritzgestänge zurückkommt, über den Filter reinläuft. Und der ist kaputt, dieser kleine Stellmotor. Der fährt nur noch auf und nicht zu. Den haben wir jetzt neu bestellt. Der soll morgen früh kommen. Also das heißt, ich fahre jetzt die erste Spritze jetzt hier in, ja, so ein Zwischending. Ich regle hier so ein bisschen die Hydraulik bzw. die Geschwindigkeit ein bisschen nach und den Rest übernimmt dann. Die Spritze kann noch einen kleinen Teil selber regeln, aber nicht utopisch viel. Das heißt, da steht ungefähr, wie viel raus soll, wie viel Liter, und hier steht die aktuelle Menge. Man muss aber auch damit berücksichtigen, dass das Ganze im Delay passiert. Das heißt, er sagt jetzt da brauchen wir so und so viel Liter und überträgt das Ganze in einer bestimmten Zeitverzögerung, die wir jetzt hier so eingestellt haben mit der Geschwindigkeit, die wir jetzt hier fahren, nach hinten. Weil er kann ja nicht, wenn wir jetzt da was messen und er stellt das innerhalb von Bruchteilsekunde fest, wie viel wir dahin düngen müssen, kann er es ja nicht sofort dem Rechner sagen, sondern er muss ja die Zeit mitberechnen, die wir fahren bis zum Spritzgestänge. Und genauso ist es mit dem Düngerstreuer. Ja, und hier seht ihr jetzt sozusagen nochmal, der Endversorgungsgrad ist ziemlich im Mittel, ist ziemlich bei optimal. Und was ich bis jetzt gesehen habe, ist tatsächlich, der Sensor hat bis jetzt keine großen Unterschiede gemacht. Also zum einen, ich habe hier zwei Gaben schon gegeben, einmal mit Harnstoff und einmal mit schwefelsauren Ammoniak. Und beide Maßnahmen habe ich mit Potenzialkarten errechnet, beziehungsweise mit Applikationskarten. Das heißt, ich habe in den Zonen, wo wir mehr ernten, schon mehr gestreut. Und das sorgt natürlich zum einen schon mal für die Homogenität und zum anderen ist der Bestand halt auch wahnsinnig homogen, weil wir dieses Jahr Wasser ohne Ende haben. Ohne Ende nicht, aber wir haben wirklich gut Wasser und das freut mich wirklich. Ich kann so weitergehen bis zum Sommer, ist mir egal. Und wenn wir jedes Mal immer wieder Pausen machen zwischen den Maßnahmen mit dem Strip-Till, ist mir egal, ob wir haben Wasser. So, jetzt seht ihr ja, wir fahren jetzt in einer ertragsstärkeren Zone rein. Und hier sieht er zum Beispiel, alles klar, der ist jetzt teilweise nur normal versorgt und bis gut versorgt. Aber wir ernten hier sehr, sehr viel. Das heißt, das macht hier auch Sinn, die Pflanzen noch ein bisschen besser zu versorgen. Und genauso in der schlechtesten Zone weiß er natürlich auch, alles klar, hier ernten wir nicht viel, die Pflanzen sind gut versorgt, wir geben der noch ein bisschen, reicht. Ja, im Getreide ist es natürlich noch besser nachher. Im Getreide, wenn wir fahren, haben wir die Potenzialkarte mit Ertragspotenziale hinterlegt. Und da sieht er sozusagen die Pflanzen und weiß, alles klar, die hat schon so und so viel N aufgenommen, ich muss dann noch bis zu dem Punkt aufdüngen. Das gucken wir uns dann aber an, wenn es soweit ist. Aber bis jetzt hat es gut funktioniert, auch das Einrichten und Zusammenstecken hier. Ich habe das mit dem Techniker zusammen gemacht. Wir hatten das Ganze hier noch nicht so zusammengeschlossen, als sie da waren, sondern es tatsächlich nur gemacht mit dem Düngerstreuer.
Ja, da haben wir es nur mit dem Düngerstreu verbunden, das lief. Und jetzt ist es so, dass wir, dass ich heute Morgen angerufen habe, er sagt, ja, du mach mal einfach per Videocall und funktioniert auch genauso wirklich gut. Das heißt, Handycall, er sagt, ja, du, pass auf, steck mal das Kabel da rein, das klemmen wir da unten an, stell mal das in der Maschine ein, stell mal das in der Maschine ein, also, wenn wir überhaupt 20 Minuten gebraucht haben. Vielleicht waren es auch 10 Minuten, das war jetzt erstmalig und danach steckt man es wieder um, wählt nur ein anderes Profil in dem Sensor und dann geht das in Gang. Also so weit, so gut erstmal. Man muss jetzt sagen, bis jetzt ist es relativ konstant hier vom Fahren. Im Getreide, glaube ich, wird es erst richtig spannend, weil und im Strich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal fast so einen homogenen Raps hatte. Und dieses Stück hat nahezu 2 Kilometer Länge und es sieht wirklich, also die Pflanzen sehen so krass gleich aus. Das ist ja, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ziemlich, ziemlich schön, ziemlich erfreulich. Erfreulich ist wohl das richtige Wort. Also freut mich wirklich. Ich habe die Drohne heute zu Hause gelassen, weil ich gedacht habe, weht jetzt die ganze Zeit. Ich hätte jetzt noch fliegen können, hätte euch eine Aufnahme von ausmachen können. Aber ihr habt im letzten Vlog schon das Ganze zum Pflanzenschutz gesehen. Es war auch schon über eine Woche jetzt wieder her. Eine Woche ist es jetzt her. Die Maßnahme hat auch gegriffen. Kamille hat ihr Leben gelassen. Ihr lasst jetzt die Ohren hängen. Das war wichtig, dass wir die Punkte damit abgearbeitet haben. Ja. Und weil ich natürlich die ganze Zeit hier ein bisschen mit rumstelle, fahre ich auch ein bisschen langsamer. Also ich könnte deutlich schneller fahren hier. Ich fahre jetzt 9 km/h, könnte ohne Probleme 12 fahren. Von der Pump und Spritze. Das heißt, morgen früh kommt der Motor, dann schraube ich den nochmal rein. Beziehungsweise Detlef schraubt den rein. Ich will mir jetzt hier keine falschen Lorbeeren abknapsen. Detlef schraubt den hier rein und dann gucken wir uns das morgen nochmal an, wenn es richtig gut funktioniert. Aber ihr seht selber, die Unterschiede sind nicht so groß. Wir können noch mal warten, bis wir dann nachher noch mal in eine, so eine Leichtertragszone reinfahren. Was man aber auf jeden Fall sieht, ist der unterschiedliche Wuchstyp der einzelnen Sorten. Also hier haben wir, glaube ich, den, müssen wir gleich noch mal gucken, ich glaube, der Adonis, der ist schon ein bisschen gestreckter, der zeigt schon ein bisschen mehr Knospe. Außenrum ist Ambassador und Ambassador ist wirklich wie so ein kleiner Busch, der erstmal auf dem Boden liegt. Und da vorne kommt noch mal eine andere Sorte, die ist noch müh weiter, die ist schon mal noch ein bisschen mehr gestreckt. Aber dafür, damit ist dann auch die Düngung im Raps hier abgeschlossen. Überlegt mal, wir haben 11. April und damit war es das. Frühe Versorgung. Und das ist auch so der Punkt, den wir schon ein, zwei Mal angesprochen haben, über die Stickstoffversorgung im Raps für die Gärreste. Warum das keinen Sinn macht, Gärreste zu nehmen, beziehungsweise nicht maximal viel. Weil ihr seht selber, wir haben heute den 11. April und wir streuen die letzten 25% der Düngung. Ja, also bis jetzt kamen wir gut hin. Dann streuen wir die letzten 25% und dann sind wir durch. Und die sind in 2 Wochen aufgenommen und dann sind wir durch. Dann fängt der Raps an zu blühen und dann geht die Stickstoff Einlagerung auch zurück und dann lagert der nur noch um. Das heißt, der rezirkuliert nur noch innerhalb der Pflanze. Der zieht dann aus die Blätter raus. Ja, wenn er anfängt zu blühen, lässt er die Blätter absterben, dann zieht er den Stickstoff aus den Blättern zurück. Darum werden sie auch heller, ne? Sterben ab, er zieht sie zurück. Und diesen Stickstoff packt er dann nachher wieder in die Schoten rein. Die Schoten werden ja dann grün und die Schoten sorgen ja dann auch für die Assimilation, also für die Photosynthese, die letztendlich den Ertrag bildet. Und deswegen ist es so wichtig, also es bringt gar nicht uns hinten raus so krass viel, dass er später noch Stickstoff kommt. Das ist eher hinderlich ein bisschen beim Raps, weil es verzögert zum einen die Reife, kann natürlich auch ein Pluspunkt sein, die Reifeverzögerung, weil je länger wir Photosynthese haben, desto länger haben wir eine Blattfüllung und desto eine Assimilation, das heißt eine Kornfüllung. Aber hinten raus sorgt so ein bisschen dafür, nachher für einen geringeren Ölgehalt. Da reagiert der Rapsen ja so ein bisschen drauf. Und ja, wie gesagt, wir haben dann dieses tolle Austreiben teilweise auch noch. Deswegen mache ich das eigentlich schon seit Jahren. Ich habe es die ersten 2, 3 Jahre früher mal mit Gärreste gefahren und habe festgestellt, halt am Stickstoffbedarf, mineralisch hat sich trotzdem nicht viel getan gehabt. Das heißt, man musste es trotzdem relativ viel mineralisch geben, um am guten Ertrag ranzukommen, und deswegen habe ich das sein lassen. Im Herbst macht das wirklich Sinn. Ihr seht hier, die Jugendentwicklung war ja das ganze Jahr seit Sommer hervorragend. Also, ne, wir haben ja wirklich einen hervorragenden Raps drin hingestellt gehabt. Und ja, deswegen macht es meiner Meinung nach auch deswegen noch Sinn.
Ich glaube, hier sieht man sogar ein bisschen die Kante von den Pflanzen da. Ein bisschen buschiger, üppiger und hier die andere Sorte. Hier ist jetzt mal interessant. Hier kommen wir auf eine leichte Ertragszone und ihr seht selber, er sagt, ja, teilweise ist er auch wirklich ein bisschen schlechter versorgt hier. Und gleicht dann in diese Richtung noch ein bisschen mehr aus. Das heißt, er guckt sich halt immer wieder den Bestand an und würde jetzt sagen, oh, hier fehlt aber ein bisschen was. Vielleicht haben wir auch zu viel reduziert gehabt in der Potenzialkarte. Wobei jetzt wahrscheinlich auch dadurch, dass die Pflanzen doch sehr üppig waren, beziehungsweise die Wasserversorgung sehr üppig, gab es ja gar keinen großen Unterschied zur Hochertragszone und deswegen wahrscheinlich ist da auch der Bedarf ein bisschen höher da. Und dann sagt er jetzt auch, na, könnte noch ein bisschen mehr. Gut, soweit erstmal. Gucken wir sonst gleich nochmal weiter, weil ich euch noch berichten kann. Aber bis jetzt funktioniert das System sehr, sehr leicht. Es ist sehr Plug-and-Play-lastig. Das heißt, zu zweit kann man diesen Sensor da vorne ohne Probleme rauf und runter heben. Der ist an 4 Schrauben festgemacht. Dann ist wirklich nur ein Stecker mit Stromversorgung. Und das überzeugt mich wirklich sehr, sehr, dieses Plug-and-Play. Ja, das heißt, morgen früh wird es einfach runtergehoben, die Kabel werden festgemacht, weggesteckt, die haben wir hier langgelegt, die werden festgemacht vorne das Ende und dann kommt der Güllezubringer ran und dann geht es wieder weiter. Ne? Man hat nicht die ganze Zeit das irgendwie auf dem Dach, das hat uns zum Beispiel so ein bisschen gestört beim Jahresendsensor. Wir hatten den auf dem Dach und wir sind dann halt auch trotzdem in eine Zeit reingefahren, wo wir schon Gras häckseln und Transport fahren und ja, dann hast du halt obendrauf diesen Sensor und fährst den konstant die ganze Zeit mit. Was jetzt vielleicht nicht für den Sensor so schlimm ist, aber du hast halt auch Äste an den Feldwegen und. Und deswegen, da war es schon ein bisschen schwieriger und komplexer, das Ding einfach mal oben rauf, runter und rauf zu bauen. So, ich habe gerade nochmal mit dem Techniker telefoniert und ich hatte eine falsche Steigung eingegeben, weil wir hier flüssig fahren. Müssen wir sozusagen dem Sensor so einen kleinen Umrechnungsfaktor geben, weil hier ist ja nicht 1 Liter gleich 1 Kilo, sondern es sind ja 1,31. Und deswegen müssen wir hier den kleinen Umrechnungsfaktor geben. Und deswegen ist jetzt die Steigung auch eine deutlich andere, beziehungsweise die wir jetzt hier eingegeben haben. Und jetzt ist der Wert, den er variiert, auch deutlich höher. Das heißt, wir gehen jetzt hier so von 160 Liter bis 110 ist er teilweise runtergegangen. Jetzt seht ihr, jetzt geht er sogar fast bis 170 Liter hoch. Jetzt sind es wieder 160. Und hier, das ist sozusagen der Stickstoffversorgungsindex. Und für je einen Punkt hier vorne, also nicht einen Punkt hinten, sondern je einen Punkt vorne, heißt 10 Kilogramm Stickstoff nach oben oder nach unten, die wir regeln. Aber ihr seht selber, wir sind hier bei der Versorgung hier im wirklich guten Bereich. Ja, aber jetzt ändert sich die Zahl auch deutlich mehr. Jetzt ist der Hebel, also der war vorher im Prinzip falsch. Der will sozusagen 10 Kilogramm Stickstoff verändern und wir müssen ihm sagen, wie viel 10 Kilogramm Stickstoff sind. Und das sind halt 27 Liter. Seht ihr jetzt? Jetzt reguliert er deutlich mehr. Jetzt weiß er nämlich auch, okay, den Abschlag, den wir hier machen müssen, wenn wir in eine schlechte Ertragszone reinfahren, der muss viel höher ausfallen. So, und ich glaube, morgen früh geht das dann richtig gut, wenn der Stellmotor auch repariert ist. Da bin ich gespannt, Leute. Ich habe jetzt nicht mehr viel drin und morgen haben wir dann nochmal eine Spritze, dann werden wir mehr sehen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt hier kurz nach 6 und ich habe gestern noch die Spritze leer gemacht mit Flüssigdünger und AHL und wollen ja heute Morgen den Stellmotor wechseln. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, ist aber vielleicht suboptimal. Die Spritze ist zwar leer, aber wenn ich einen kleinen Reststoff an Kleber noch da drin habe und habe mir dann gedacht, dass, was heißt Kleber, aber AHL klebt halt ein bisschen oder beziehungsweise ein bisschen, klebt sehr, sehr doll und das ist halt für Detlef ein bisschen ungünstig, wenn er da was reparieren muss und das klebt die ganze Zeit wie Huberts. Deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, Hannes, du hast noch 5 Hektar so eine Stickstoffbakterien, die du im Getreide noch mal ausprobieren wolltest. Mach doch das heute Morgen, dann hast du da nur Wasser nachher noch drin und dann macht sich das Ganze auch noch ein bisschen besser. Ihr seht, ich habe hier einen Dreifachdüsenwechsler. Ich tausche jetzt hier von FD-Düsen
mit groben Bohrung zu 0,2er Düsen. Fahre dann 100 Liter Wasser auf dem Hektar und habe eine sehr, sehr feine Bestäubung. Wichtig ist für die Bakterien, wurde mir auch noch mal gesagt, frostfrei und feuchte Bedingungen. Das ist jetzt gerade, wir haben einen Boden voller Tau. Wird natürlich im Laufe des Tages ein bisschen abtrocknen, aber die Bakterien brauchen wohl einen Moment, bis sie in die Spaltöffnung einsiedeln. Wurde mir so gesagt. Am optimalsten ist es wohl fast in den Abendstunden. Aber da war gestern auch nachher hart viel Wind in den Abendstunden. Genau. Deswegen, also wichtig ist zu wissen, hier die Spritze war ja vorher gewaschen, da war vorher jetzt nur noch Wasser drin. Und ja, jetzt was hier ein bisschen tropft, ist ein bisschen AHL. Sieht auch mehr aus, als es ist. 3 Tropfen da pro Düse. Genau, und das machen wir jetzt. Deswegen, ich fülle jetzt gleich 500 Liter Wasser auf und dann fahren wir mal einen Weizen. Ja, der ist nicht durchgeklippt. Fahren wir mal einen Weizen und bringen die kleine Menge da aus, die 5 Hektar. Und dann hat Detlef nachher auch gleich eine saubere Spritze mit nur noch Wasser drin zum Arbeiten und zum Reparieren. So, wie man ja hoffentlich gut sehen kann, Weizen steht Bombe. Also dieses Jahr, die Bestände sehen wirklich hervorragend aus. Das ist hier ein späterer gedrillter nach Mais. Und ja, ich kann mich nicht beklagen, sowohl Direktsaat als auch der Rest sieht einfach hervorragend aus. Also muss man wirklich so sagen, sieht wirklich hervorragend aus. Für alle, die sich jetzt hier fragen, was mache ich jetzt hier genau? Also im Prinzip bringe ich jetzt hier Bakterien aus. Die sollen Stickstoff fixieren aus der Luft. Und zwar ja, sollen die halt im Prinzip, die siedeln sich in den Spaltöffnungen der Blätter an. Und das heißt, wir sprühen die jetzt hier drauf. Dann wandern die Bakterien nach unten in den Spaltöffnungen und da sitzen die. Und da fixieren die den Luftstickstoff, geben den die Pflanzen ab, bekommen im Austausch dann ein bisschen Zuckerlösung zum Leben oder ziehen sich den da raus. So weit die Theorie. Im Mais und im Mais gibt es hauptsächlich schon wohl ganz gute Erfahrungen und ganz gute Ergebnisse. Ich habe das letztes Jahr schon mal im Getreide und im Raps probiert. Da habe ich leider nichts festgestellt. Dieses Jahr nochmal von einem anderen Hersteller im Getreide. Probieren wir aus. Ich werde das auch nochmal ein bisschen im Mais auch nochmal probieren. Ja, Leute, und dann sehen wir weiter. Also wir wollen das hier auch extra beernten und gucken, ob der N-Sensor hier einen Unterschied feststellen kann. Weil normalerweise fahren wir ja hier noch dreimal rüber. Vielleicht fahren wir noch mal ein viertes Mal einfach rüber, um zu messen. Und ja, gucken, ob wir hier einen Unterschied sehen oder nicht bezüglich der Stickstoffversorgung. Und am Ende gucken wir uns das noch mal an. Wir wollen den Block auch extra dreschen, sodass wir noch mal ein Protein auswerten wollen und dann... Ja, dann werden wir ganz ehrlich sehen, ob das nun was bringt oder nicht. Ne? Also wenn wir, man muss ja sagen, wenn wir ja im Sensor schon einen Unterschied sehen, beziehungsweise der Sensor sieht da schon einen Unterschied, dann würde der ja ein bisschen weniger düngen. Das wird ja auffallen. Dann würde ja das Protein theoretisch gleich bleiben. Ne, obwohl ja nicht. Obwohl ja nicht. Die Leistung der Bakterien geht ja weiter auch nach der Düngung, auch bis zum Ende hin. Also auch theoretisch irgendwo müssen wir es feststellen, wenn wir denn was feststellen wollen. Und wie letztes Jahr auch, also ich sage jetzt auch keine Produktnamen hier von dem Präparat. Wenn das funktioniert, dann kann ich euch das ja sagen. Aber ja, wenn nicht, weiß ich nicht. Ich kann ja auch einfach an meiner Applikation liegen. Ein Jahr ist kein Jahr, 5 Hektar ist auch nicht viel zum Testen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall steht der Bombe, der Weizen. Ist auch ein sehr, sehr leichter Boden hier nur. Hat sich super bestockt. Ja, Leute, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher noch mal im Raps wieder. So, jetzt sind wir wieder im Raps. Der Stellmotor ist gewechselt und funktioniert jetzt. Das heißt, da gibt er jetzt immer vor, der Sensor, hat er ja gestern auch schon gemacht, wie viel wir ausbringen. Und hier ist jetzt die aktuelle Ausbringmenge und wenn man das jetzt beobachtet, das kommt natürlich ein bisschen zeitverzögert, weil es ja logisch, der zeigt halt den aktuellen Wert an und zeigt dann halt, was er ausbringen soll. Und die 110 war halt nur eine Momentaufnahme und es passt aber ziemlich gut.
Ist immer ein bisschen zeitverzögert, was da ankommt, aber passt ziemlich gut. Ich fahre jetzt relativ langsam. Ich fahre nach wie vor nur 9 km/h. Ich könnte auch schneller werden. Jetzt ist der Bestand ist zwar noch feucht, aber jetzt kommt die Sonne raus. Und bei Flüssigdünger muss man wirklich aufpassen. Die Tropfen müssen möglichst groß sein. Also hingegen das, was wir im Pflanzenschutz wollen, müssen hier die Tropfen wirklich groß sein. Und je größer die Tropfen sind, desto mehr perlen sie halt von den Pflanzen ab. Das Gute ist, die Produkte von SKW Piesteritz ist wirklich so, dass die dieses Perlen und dass diese Tropfen wirklich eine hohe Spannung haben, dass sie halt beim Aufkommen nicht zerspringen, sondern sie bleiben wirklich als ein Tropfen und rollen da am Blatt runter. Ich will da jetzt auch keine Werbung machen, aber es ist wirklich so, man hat deutlich weniger Erdschäden gegenüber früher, was man da noch kannte. Ja, genau. Ich habe dann auch gesagt, das ist hier Pia AHL, aber es ist wirklich Pia San S. Das unterscheidet sich ein bisschen. Okay, das wäre fast Quatsch gewesen. Also, Ammoniumnitrat-Harnstofflösung heißt das Ganze. Ich habe immer gedacht, Ammonium-Harnstofflösung, aber es ist tatsächlich ein Nitratanteil immer drin, also immer im AHL. Aber was wirklich der entscheidende Punkt ist, ist diese Tropfenspannung. Also ich weiß, mein Fadi, wir fahren schon viel Flüssigdünger hier auf dem Betrieb und ich weiß, bei meinem Fadi, wir hatten da öfter mal Probleme mit anderen Produkten. Aber ist egal, was man verwendet. Wichtig ist diese möglichst große Tropfengröße. Die ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Ja, ansonsten funktioniert das hier gut. Regelt jetzt wunderbar hier. Ihr seht, da guckt aktuell immer die Versorgung an. Wir können uns hier nochmal angucken. Hier ist tatsächlich eine hellere Stelle. Die hätte ich auch so optisch ausgemacht. Wir sehen ja hier in der, wir fahren noch in der helleren Zone rein. Und hier ist er tatsächlich ein bisschen unterversorgt. Kann verschiedene Punkte haben. Aber wichtig ist, wir gleichen das sozusagen dann hier noch wieder ein bisschen an. Also hier hätte ich auf den Punkten wahrscheinlich dann zu wenig gestreut. Wir machen mal nachher den Test, das schaffe ich nicht heute, aber das müssen wir uns die Tage einfach mal angucken. Wir gucken uns mal die Karte an, die jetzt der Sensor hier ausgegeben hat und ich zeige euch einfach mal so, wie ich gestreut hätte. Und dann können wir ja ein bisschen vergleichen. Kann ganz spannend sein, glaube ich wohl. Genau, das ist noch zu sagen. Ist noch was anderes zu sagen? Erstmal nicht, ach so. Wir haben natürlich hier die Genauigkeit der Spritze auf unserer Seite. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Ganze beim Schleuderstreuer jetzt sehen, ist es ja so, dass es immer doppelt überlappt. Das heißt, wir streuen jetzt hier eine Schicht und von der anderen Fahrgasse würden wir eine andere Schicht rüberstreuen. Und dann ist es so, wenn wir meinetwegen hier 110 N geben wollen und auf der anderen Seite 27 Meter weiter haben wir schon eine bessere Zone und da will er schon mehr geben, dann streuen wir da natürlich mehr. Und weil unser Streuer noch keine Unterschiede nach rechts, links machen kann, macht das schon einen großen Unterschied. Krasser ist es natürlich noch, wenn das Gestänge unterschiedliche Mengen ausbringen kann. Für einzelne Teilbreiten, da bin ich aktuell bei. Vielleicht kommt da in Zukunft auch ein interessantes Projekt, dass man einzelne Teilbreiten in dem Gestänge haben kann. Und dann muss man gucken, was der Esaria kann, inwieweit der das ausgleichen kann. Und dann stellt sich auch die Frage, inwieweit das wirklich Sinn macht. Ja, ist es denn irgendwann zu viel Regelung und die Praxis sieht das Ganze nachher anders? Weiß man nicht, Leute. So weit, so gut erstmal. Und ich mache jetzt die Spritze hier leer. Das sind nicht mehr viel. Das sind gerade mal noch so 10 Hektar. Und wir sehen uns nachher im Serion wieder. Seht, jetzt ist hier gerade normal versorgt. Ach so, ein Punkt, den können wir noch ausgreifen. Wir haben ja heute Mittwoch und morgen seht ihr schon diesen Vlog. Und wir hatten das auch aktuell, die Problematik mit der Lenkung drin. Vielen Dank für einige Tipps. Da waren wirklich sehr, sehr gute bei. Diese Lösung von Kotte scheint wirklich sehr, sehr interessant zu sein. Das haben mir sehr, sehr viele geschrieben, dass sie das umgebaut haben auf dieses Ösensystem von Kotte und das wirklich sehr solide hält. Es ist festzuhalten, dass das anscheinend ein Problem ist, welches über wirklich den gesamten Zeitraum nicht, aber über die gesamte Landwirtschaft sich erstreckt mit diesen kleinen Kugelköpfen. Das ist wirklich ein Gesamtbereich, der sich da erstreckt. Wir probieren das mal aus mit der Kotte-Lösung. Ich habe das schon mal angefragt. Wir haben noch eine andere Lösung. Generell hatten wir noch im Repertoire. Die gucken wir noch mal. Die kriegen wir vielleicht ab Freitag umgesetzt, was die Ursprungslösung war. Das zu sagen. Also vielen Dank erstmal
für die ganzen Tipps und Hilfestellungen. Einige waren nicht so geil, macht die Lenkung einfach starr. Man muss sich einfach vor Augen führen, dass das Fass um die 40 Tonnen wiegt. Also das Ganze festmachen, die Achse einfach starr lassen, muss man sich mal vor Augen führen. Die Kombination wiegt voll über 40 Tonnen. Nur Fass mit Striptilgerät. Und klar, das Striptilgerät, die 6 Tonnen, wenn die im Boden sind vom Striptilgerät, lasten die ja nicht mehr aufs Fass. Und dann sieht die Welt ganz anders aus, aber unterm Strich muss man sagen, wenn alles ausgehoben ist, gut, das Striptilgerät wird jetzt auch alleine angehoben durch die Achse da hinten dran, aber wenn wir dann diese 40 Tonnen beim Rückwärtsfahren zum Beispiel drehen, überlegt euch mal, wie groß diese Last ist, allein in Kurven fahren für die Achse. Und dann weiß ich nicht, was man haben möchte. Ob man lieber ein paar gebrochene kleine Schrauben möchte oder ob man einfach möchte, dass man sich die ganze Achse im Klump fährt, wo wir sicherlich von 10.000, 20.000 Euro Schaden reden. Dann zum anderen Umbau auf elektronische Zwangslenkung. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, den kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr umgesetzt, den werden wir vielleicht, wenn mal über Winter, müssen wir uns überlegen. Und dann ist natürlich die Frage, haben wir den Steuerblock für die Hydraulik sowieso schon am Fass? Weil die grundsätzlich immer denselben Steuerblock verbauen und der wird nur nicht angesteuert, dann kann das wirklich sehr günstig sein. Dann fehlt da gar nicht so viel. Wenn das natürlich nachgerüstet werden muss mit Steuerblock oder neuer Steuerblock oder so, dann sind wir mindestens wieder bei den pauschal 10.000ern, die wir so gerne in der Landwirtschaft haben. Das muss ich mal, wenn denn im Winter, mal prüfen. Wir haben es ja auch gedacht, wir haben es mit dem Fendt und alles richtig gut im Griff gehabt. Und weil Nico ja auch erstmal gefahren ist, konnte ich das ja noch nicht klar ausmachen. Das Problem ist es einfach, weil Nico das noch nicht gewohnt ist und eventuell ein bisschen anderes Lenkverhalten hat. Oder liegt es wirklich am Serion? Und ja, muss ja auch wirklich sein, sie vorsichtig für fahren. Die Hinterachslenkung da am Serion, die macht ja wirklich da einen Unterschied. Also die zieht den relativ zügig da rum und da kann man langsam fahren, wie man will. Das ist teilweise noch krasser. Das muss man einfach festhalten. Das ist definitiv noch zu sagen zu der ganzen Materie. Und schauen wir uns dann einfach mal an, wie wir jetzt vorankommen. Ich werde jetzt, habe mir überlegt, ich werde sowieso auf Schwimmstellung jetzt fahren und erstmal nur Beete. Und dann gucken wir mal eine Lösung. Hier ganz interessant übrigens, seht ihr den Unterschied hier vorne so schräg hoch? Hier haben wir, ich glaube, das ist der Adonis und daneben kommt Ambassador. Hier Adonis ist schon ein bisschen gestreckter, ja, drückt sie ein bisschen mehr nach oben und der Ambassador doch deutlich buschiger. Auch noch andere Blattstellung, der hier kippt die Blätter nach oben, der kippt sie auf. Ja, also wenn wir hier können wir zum Beispiel ein bisschen mehr in die Reihen reingucken, können wir bei dem Ambassador gar nicht mehr, beziehungsweise relativ schlecht. Jo, das noch zu sagen, also zu dem Punkt Striptil. Und dann ist ja auch noch zum, einige sagen, ja mach doch mit Scheibenecke weiter, warum mit Striptil und so. Na, man muss sich das mal vor Augen führen, mit Scheibenecke müssen wir hinterher nochmal grubbern. Ja, also wir haben wenigstens 150 Stunden weniger, die wir nicht grubbern müssen, plus Personal, was eh knapp ist und wir dann halt nicht fertig sind. Also wir haben Striptil-Verfahren, haben wir folgende Vorteile. Wir haben wirklich die Wasserschonung, die haben wir. Dann haben wir einfach Material an der Oberfläche, was das Verdunsten spart und verhindert. Und auf lange Sicht haben wir mehr Organik an der Oberfläche, was den Boden krümeliger werden lässt, was die Aussaat erleichtert, gerade auf Lehmkuppen. Dann haben wir natürlich die Problematik, hinsichtlich der Bodenstruktur austrocknen, das haben wir alles nicht mehr. Die Nährstoffeffizienz ist völlig Next Level Shit. Das heißt, dieses Gülleband unten drunter ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit der Breitverteilung in der Scheibenecke. Das heißt, wir können komplett auf den mineralischen Stickstoff verzichten und wir können die 100% Stickstoff können wir auch anrechnen, die wir im Gerest haben. 90 dieses Jahr, 10 im nächsten Jahr. Meckert die ganze Zeit um, weil er zu wenig Druck hat. Er kommt unter einen Druck an den Düsen, aber ist ja okay bei diesen Punkt, den er hat. Das heißt, Nährstoffeffizienz, ich brauche keinen Phosphor mehr einkaufen in der Düngung. Wenn wir 170 N Stickstoff im Gerest haben, dann haben wir so ziemlich äquivalent das passende Phosphor dazu. Den DAP als Unterfuß brauche ich nicht mehr und der würde mir auch zusätzlich die Bilanz belasten. Wenn wir im Schlitzverfahren, was dann vorgeschlagen wird, im Schlitzverfahren und im Scheibenverfahren fahren, dann brauchen wir wieder eine frühzeitige Phosphorversorgung. Das haben wir einfach in den letzten Jahren gesehen. Das habe ich letztes Jahr auch gesehen in der Direktsaatfläche, die wir gemacht haben. Das brauche ich alles nicht mehr.
und kein Stickstoff mehr einkaufen und wir sind fertig. Nachdem wir mit Striptil fertig sind, sind wir fertig und wir können uns ganz entspannt um die Aussaat kümmern. Kein Stress mehr mit in 24 Stunden grubbern und, und. Zusätzlich haben wir die Dieselersparnis. Ja, das heißt, wir sind jetzt bei 11 bis 13 Liter auf dem Hektar. 8, 9 verbrauchen wir Minimum auch, wenn wir mit der Scheibenecke fahren. Und zusätzlich würden nochmal 13, 14 kommen beim Grubber. Das heißt, wir sparen ja schon mal einmal komplett mindestens 10 Liter auf dem Hektar, was aktuell 15 Euro auf dem Hektar sind. Wenn man das Ganze mal aufaddiert, was wir an Grubbern sparen, an Mineraldünger, an Arbeitsleistung, an Schlepperstunden. Moment, ich rechne euch das mal kurz zusammen. Okay, mal grob überschlagen, die direkten Kostenersparnisse, die ich jetzt in den letzten 2 Jahren einfach feststellen konnte und die wirklich so sind. Und ich sage euch ganz ehrlich, nicht grubbern zu müssen, der Schafverschleiß, der Grubber, die Maschinenkosten, der 8R ist nicht mehr auf dem Hof, das ist wirklich was man auf dem Konto spürt. Und wir sind 165 Euro auf dem Hektar direkte Ersparnis an Kosten, da habe ich noch nichts mit Wasser und Ertragszuwachs ausgerechnet. Und jetzt werden viele fragen, ja, aber das Striptilgerät kostet auch. Und das kann ich euch ganz genau sagen, was mich... Oh, jetzt habe ich das wieder gelöscht. Moment. 47 Euro auf dem Hektar kostet mich das Striptilgerät, Abschreibung mit Verschleiß inklusive. Also 47 Euro kann ich euch genau sagen. 165 minus 47. 118 Euro Ersparnis auf dem Hektar. Macht mit Raps allen drum und dran über 40.000 Euro im Jahr. Und das ist schon ein sehr, sehr lohnenswertes Verfahren und zusätzlich stabilisieren wir dadurch die Erträge. Wenn ich mich overall mit meinen ganzen Nachbarbetrieben und mit dem Biogas unterhalte und mit meinem ganzen Sandboden mich vergleiche, bin ich ganz, ganz weit vorne mit den Erträgen, teilweise sogar am vordersten. Ja, also das heißt, diese Effekte, die sind wirklich da. Und die brauchen wir nicht wegdiskutieren. Und für mich ist dieses Verfahren auch zukunftsweisend in meiner Region und auf diese Art der Böden. Das heißt, für mich geht es gar nicht mehr darum, irgendwie Scheibenecke oder zu grubbern. Das steht für mich nicht mehr in Frage, wie es für mich seit 20 Jahren nicht mehr in Frage steht, zu pflügen. Ja, man entscheidet sich für bestimmte Richtungen und die sind festgesetzt. Sicherlich ist es anfangs Pionierarbeit. Ja? Also 20 Jahre fluglos, Leute. Ich habe 10 Jahre fluglos ohne Glyphosat gemacht. Dann weiß ich, wie es funktioniert und auch ziemlich effizient. Aber die Frage ist, ob das denn der Schritt für die Zukunft ist. Und aus meiner Sicht, ja, ist diese Minimalbodenbearbeitung für meine Region mit der Trockenheit, mit den mehr werdenden Problemen, mit Erosion, mit Wind, mit Wasser, Starkregen, alles drum und dran. So, wir haben jetzt 14 Uhr 13, wir sind jetzt 1 Stunde 15 bin ich jetzt ungefähr hier. Da vorne kommt mein 8er Zubringer, könnt ihr euch vorstellen. Also wir fahren aktuell ungefähr bei 120 Kubik in der Stunde. Ich bin aber runtergegangen auf 8,1 km/h, was wir aktuell fahren. Hat den einfachen Grund, beziehungsweise GPS sagt hier 8,6, sagt das fast, hat einfach einen Grund. Und zwar, der Boden ist hier ein bisschen schwerer. Hier haben wir so 40 bis 50 Bodenpunkte hier in der Ecke. Und das ist wirklich so, dass es ja durch die Schare, dass der Boden sich wie so eine Schanze das nutzt und dann halt rauskommt. Ja, wenn wir nicht langsam genug fahren, dann braucht er halt einen Moment, um wieder runter zu gehen und sich wieder reinzulegen. Weil dadurch, dass er ein bisschen feuchter ist, ist der Winkel, in dem er rauskommt und das Ganze ist so ein bisschen wurstartiger, doch anders als letztes Jahr. Da kippt es ja wieder runter, weil er bricht durch die Feuchtigkeit. Dieses Jahr ist ein bisschen anders. Dieses Jahr kommt er halt raus und wenn wir zu schnell fahren, trifft er genau gegen die Räder. Und wenn ich jetzt hier 8 km/h fahre, seht ihr das, dann sieht das Arbeitsergebnis hervorragend aus. Und man muss sagen, mit 8 km/h die Zubringer...